Ronaldo ist einer der größten Fußballspieler der Welt. Was ihn als Spieler ausmacht, ist gewiss seine Entschlossenheit und Ehrgeiz bei jedem seiner Spiele. Wie wir in früheren Videos gesehen haben, rächt sich Ronaldo häufig an vielen gegnerischen Fußballspielern. Jedoch stellt sich die Frage, rächt sich Ronaldo auch an den Schiedsrichtern? Die Antwort ist ja. Wenn du mehr darüber erfahren willst, bleib dran. Hier kann man sehen, wie Cristiano Ronaldo, der in den letzten Jahren das Real Madrid-Trikot trug, sich in dieser Situation am Schiedsrichter rächt. Und das, nachdem Cristiano Ronaldo mit einem harten Kopfball das Tor von Atletico Madrid trifft. Im letzten Moment gelingt es jedoch, dem Atletico Madrid-Torhüter den Ball abzuwehren. Das Tor wird vom Schiedsrichter nicht gegeben. Anschließend wird Ronaldo wütend und sprüht nur so vor Hass gegen den Schiedsrichter. Den Schiedsrichter lässt jedoch seine Reaktion kalt, obwohl Ronaldo eigentlich recht hatte, wenn man sich die Aufzeichnungen genauer anschaut. Noch eine ganze Weile stritt Ronaldo mit dem Schiedsrichter weiter. Doch danach wollte Ronaldo dem Schiedsrichter aufzeigen, dass er nicht das Tor braucht, um die Partie zu gewinnen. In einem Punkt des Spiels kam es dann zu einem Freistoß, bei dem Ronaldo den Ball ins Netz katapultierte. Und durch einen späteren Elfmeter erzielte er sogar ein drittes Tor, was einen Hattrick für Cristiano bedeutete. 3. Während des Spiels zwischen Real Madrid und River Plate vor ein paar Jahren kam es zu einer Situation, über die noch heute diskutiert wird. Als Ronaldo mit dem Ball im Strafraum war, grätschte ihn ein River Plate-Spieler. Daraufhin verlor er die Balance und fiel. Ronaldo ist sichtlich erstaunt, als er plötzlich eine gelbe Karte kassiert, obwohl es keine Schwalbe war. 4. Wie immer hat die falsche Entscheidung des Schiedsrichters Ronaldo noch ehrgeiziger gemacht. Nach dieser Aktion erhielt Ronaldo natürlich keinen Elfmeter, aber das brauchte er auch nicht. Nach ein paar Minuten schoss er ein Kopfballtor, das alle zum Jubeln brachte. 5. In der nächsten Aktion hätte man Ronaldo, der Probleme mit vielen Schiedsrichtern der spanischen Liga hat, zweifellos recht geben müssen. In diesem Fall ist klar, dass der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung getroffen hat, da Ronaldo nicht im Abseits stand. Ronaldo war sehr verärgert über diesen Vorfall und beschloss, sich wie üblich am Schiedsrichter zu rächen. 6. Nach dieser Aktion ging es nicht lange, bis Ronaldo mit einem präzisen Weitschuss das Tor des Gegners trifft. Mit seinem ironischen Lächeln beim Torjubel ist klar zu erkennen, an wen dieses gerichtet ist. 7. Aber nach diesem ironischen Lächeln war für Cristiano Ronaldo klar, dass er noch mehr will. Dabei erzielte er einerseits noch ein Tor aus dem Strafraum heraus und dann anschließend noch ein drittes. Mit einem Hattrick rächte er sich am Schiedsrichter und beendete das Spiel mit einem Sieg. Hat euch das Video gefallen? Was denkt ihr über die Rache-Tore? Teilt uns eure Meinung in der Kommentarspalte mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!